mein Name ist Josefine Preuß. Ich bin Psycho Dino. Ich bin Helene Fischer. Mein Name ist Sammy Deluxe. Stugi TV trifft. Der beste Sender der Welt. Stugi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Noch 2 Tage, dann ist das Frühlingsfest 2017 Geschichte und die Bilanz der Schaustelle, die sieht nicht so wirklich positiv aus. In den letzten 3 Wochen hat es oft geregnet, war bewölkt, dementsprechend auch nicht so viele Besucher da, wie man es sich gewünscht hätte. 1,3 Millionen Besucher werden es sein, wenn bis Sonntag alles gut läuft. Und der Partystimmung in den Festzelten, der hat das jedenfalls keinen Abbruch getan. Das lag auch daran, dass relativ viele vorreserviert hatten und von daher auf jeden Fall trotz des schlechten Wetters hier auf den Cannstatter Wasen gekommen sind. Das Wetter ist uns eigentlich relativ egal. Hauptsache der Wasen ist jedes Mal so geil wie dieses Jahr. Ja, man kann sich alles schön trinken auf jeden Fall. Das ist alles, macht uns nichts. Also euch ist egal, ob es regnet oder stürmt. Es kann auch schneien. Alles egal, ist alles egal. Relativ egal. Wir kommen auch mit Skiern her. Ja, man muss einfach kommen. Es ist nicht jeden Tag der Wasen. Es ist einmal, zweimal im Jahr. Man muss da sein, wenn er da ist. Auf jeden Fall. Ey. Und wir haben mit dem Hofner Luigi über die letzten 3 Wochen intensiv gesprochen. Lieber Luigi, du bist definitiv ein Vasenexperte. Ja, wir wollen uns gleich mal erst um die unschönen Dinge kümmern, jetzt auf dem Frühlingsfest. Und das war, denke ich, definitiv das Wetter. Oh ja. Das Wetter war sowas von miserabel, um nicht das Wort mit SCH zu benutzen. Habt ihr das irgendwie gemerkt im Zelt bei der Stimmung? Nein, also von dem her nicht, weil die Leute stehen ja hier im Trockenen. Und in der Wärme sozusagen. Aber es ist natürlich brutal für die Schausteller draußen. Es ist einfach ein Wahnsinn, da zu stehen. Der Platz ist leer. Und ja, es ist einfach Shit. Es ist wahrscheinlich nicht nur unschön, da zu stehen, sondern auch geschäftsschädigend für die Schausteller draußen. Hast du da auch was mitbekommen, dass da auch ein bisschen eine Frustration da war jetzt wegen Wetter? Ja gut, wir hatten ja heute Morgen die Pressekonferenz und natürlich, klar, haben die eine Einbuße auf alle Fälle. Und wir erhoffen uns jetzt die letzten 3 Tage, heute Morgen und übermorgen, noch ein tolles Wetter, dass der Platz richtig voll wird, dass man Schadensbegrenzung machen kann. Jetzt am Sonntag ist es schon wieder rum, die 3 Wochen. Du, Luigi, standest jeden Abend auf der Bühne. Gab es irgendwie einen Highlight in der Zeit, wo du sagst, an diesen einen Abend werde ich mich immer dran zurückerinnern? Ja, an gestern Abend, da hat es ins Zelt geregnet, auf der Bühne. Wir haben oben im Zeltdach, auf dem Zeltdach haben wir ein kleines Löchchen. Und ich dachte, sag mal, spritzt da irgendjemand mit Bier? Nein, es war definitiv dieser Riesenschauer, der zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr gefallen ist. Und da hat es reingeregnet und mir direkt auf den Kopf. Gab es für dich ein Frühlingsfest-Hit 2017? Ja, mein neuer Hit, Dottore Amore. Jetzt bist du natürlich vor allem bekannt mit Bunga Bungalow, immer noch. Das ist so dein größter Hit, den du einfach hattest. Glaubst du, du wirst irgendwann noch mal mit einem Hit diesen Kracher toppen können? Es ist schwer, Bunga Bunga Bungalow zu toppen. Ich hoffe, es gelingt mir noch mal. Und bis dahin wird Bunga Bunga Bungalow wird weiterlaufen. Und die Leute wollen es auch. Also von dem her, sie freuen sich jedes Mal, wenn dieser Song kommt. 3 Wochen, eine lange Zeit, jeden Abend auf der Bühne. Ist es für dich jetzt auch okay, dass am Sonntag Schluss ist oder könntest du noch eine Woche drauflegen? Nein, also ich sage, nach 23 Tagen ist auch gut. Es geht auch an die Substanz, an der Stimme. Man hört es ja wie immer bei diesen Interviews mit dir. Nein, es ist schon der Wahnsinn. Es war gleich in der ersten Woche, habe ich mich leicht verkühlt und 39 Fieber trotz allem auf der Bühne gestanden. Und das geht natürlich auch auf die Stimmbänder und dieses Mal war es wirklich sehr, sehr hart mit dieser Kälte draußen, wirklich. Meine Rezepte sind immer warmer Ramazzotti und dann ins Bett und so habe ich es kuriert. Klar habe ich ein paar Hämmer genommen, dass diese Influenza, also dass es schnell weggeht, diese Erkältung. Und habe es dann geschafft und dann, ja, man muss doch. Jetzt bist du, würde ich mal sagen, wirklich der Star vom Grandels Hofbräuzelt, schon seit langer Zeit. Könntest du dir auch vorstellen, bei entsprechender Ablöse in einem anderen Zelt mal aufzutreten oder ist für dich die Familie hier im Grandels? Grandel bleibt Grandel. Und wenn ich hier nicht mehr sein sollte, dann gibt es auch kein anderes Bierzelt. Auf dem Wasen also. Also hier in Stuttgart auf dem Wasen. Weil ich bin ja deutschlandweit unterwegs
Und klar, muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen. Ja, aber hier auf dem Wasen gibt es nur ein Zelt und das ist das Grandels Hofbräuzelt. Mit einem Musikfeuerwerk endet das Stuttgarter Frühlingsfest dann am Sonntagabend. Und am 22. September geht der Rummel hier auf dem Wasen dann schon wieder weiter. Dann startet nämlich das Cannstatter Volksfest.